Sie sind hier, 13. Januar 2019, 20:51 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Spanien setzte sich klar gegen Island durch Urheberrecht. Getty Images. Bei der Handball-WM können Kroatien und Spanien auch das zweite Spiel gewinnen. Katar wahrt seine Achtelfinalchancen durch einen Sieg über Ägypten. Die Mitfavoriten Kroatien und Spanien haben bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark auch ihre zweite Hürde locker genommen. Der zweimalige Olympiasieger Kroatien besiegte die vom Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Japaner in München mit 35:27, 18:13 Uhr. Im Anschluss setzte sich Europameister Spanien gegen Island souverän mit 32:25, 19:14 Uhr durch. Mit jeweils 4:0 Punkten liegen die beiden Ex-Weltmeister, die in der Hauptrunde deutsche Gegner sein könnten, klar auf Kurs. Sigurdsson, keine Angst mehr, vor 12.000 Zuschauern in der ausverkauften Olympiahalle waren die Japaner trotz einer phasenweise guten Leistung bei ihrer zweiten Turnierniederlage chancenlos. Tabellen der WM: Wir hatten am Anfang gegen die starke Abwehr keine Chance. Es war wirklich schwierig. Wir haben aber Moral und Kampfgeist bewiesen. Wir hatten keine Angst mehr, sagte Sigurdsson, der die Auswahl des Deutschen Handballbundes DHB 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte. Bester Werfer der Kroaten, die ihre individuelle Klasse ausspielten und körperliche Vorteile hatten, war Zlatko Horvat mit 8 Toren. Spanien überzeugte mit einer disziplinierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung. Ferran Sole erzielte 5 Tore für die Iberer. Island steht nach 2 Niederlagen in der Gruppe C schon unter Druck. Mazedonien weist hingegen wie Kroatien und Spanien die Idealpunktzahl auf. Angeführt von Olgi Kirilasarov siegte der EM-Elfte 28:23, 12:08 gegen Außenseiter Bahrain. Der 38 Jahre alte ehemalige WM-Torschützenkönig erzielte 8 Treffer. Katar rehabilitiert sich. Deutschlandschreck. Katar hat derweil seine Chance in der Gruppe D auf den Hauptrundeneinzug gewahrt. Der ehemalige Vize-Weltmeister besiegte Ägypten in Kopenhagen mit 28:23, 15:12 Uhr und rehabilitierte sich damit für die peinliche 23:24 Uhr Niederlage gegen Außenseiter Angola. Bester Werfer gegen die Ägypter, 0:4 Punkte, war Youssef Ali mit 9 Toren. Katar hatte den deutschen Medaillentraum bei den Weltmeisterschaften 2015, Viertelfinale und 2017, Achtelfinale, beendet. Angola verpasste nach dem Coup gegen Katar die nächste Überraschung und musste sich dem WM-7. Ungarn 3:1 mit 24:34 Uhr, 8:18 Uhr, geschlagen geben. An der Spitze der Gruppe steht unterdessen Vize-Europameister Schweden, 4:0, nach einem 31:16, 15:10 Uhr, gegen Argentinien, von Sportinformationsdienst.